So, da sind wir wieder nach ziemlich extrem langer Zeit. Ich weiß gar nicht, wie lange Zeit. Sehr lange Zeit. Eine sehr lange Zeit, ich würde mal sagen, so ein halbes Jahr. Also, wo wir voll drin waren, sicherlich ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr, also. Ja, und wir wollten uns jetzt halt mal zurückmelden und eigentlich das. Ist eigentlich so, jetzt wollen wir euch mal auf Laufenden halten, was wir so jetzt demnächst alles vorhaben, weil wir eigentlich viel vorhatten, aber wenig Zeit für vieles hatten. Genau, durch egal was, Arbeit, irgendwelche sozialen Sachen, Einkaufsmöglichkeiten, was weiß ich, was da alles dazu kam, Probleme hier, Probleme da, hatten wir sehr, sehr wenig Zeit überhaupt mal wieder was zu machen und das wird sich jetzt aber dann wieder ändern. Sind wir wieder da und wollen dann voll angreifen, was Videos betrifft. Unter anderem Lost Places, verlassene Sachen. Dann, was wollen wir noch machen? Musik? Ja, Musik sowieso, das wurde ja zuletzt ein bisschen, naja, das ist auch nicht so einfach. Wir können nicht immer einfach mal Just for Fun irgendwie jetzt so. Ich muss natürlich auch Programme und all so ein Zeug haben und wir können das dann und müssen das vernünftig rüberbringen. Wir haben jetzt auch mal wieder vor, irgendwie mal wieder was Lustiges irgendwie auch zu machen. Wir haben ja eigentlich bisher auch eigentlich nur lustige Sachen gemacht, aber vielleicht auch mal einen coolen Beat oder so zu machen, also dass man auch mal wieder überhaupt mal so musiktechnisch irgendwie was von uns hört und ja. Sieht. Also hauptsächlich wollten wir Musik machen, etwas mit Beats vielleicht eventuell dann auf lustige Art und Weise und vielleicht auch mal richtig, je nachdem, was sich so ergibt. Ja, Lost Places, wie schon gesagt, das wird weiter unter Relikt Brothers laufen. Ja. Die anderen Videos aber werden ein bisschen vom Namen her geändert, sag ich mal. Und zwar ändert sich das, Nolex bleibt Nolex, so wie es ist. Bei mir wird das geändert von DJ Timothy in Timothy einfach nur. Und, ja, da wird die Schreibweise ein bisschen anders sein. Das DJ wird weggenommen. Aber wenn ihr dann, sag ich mal, auf unserem Kanal guckt und seht, hey, Timothy, ist das ein neuer oder was? Ist er nicht. Bin ich dann. Nur unter einem anderen Namen halt. Und ja, wir werden auch wieder, ich denke mal, ein paar Videos reinbringen, wo wir wieder, je nachdem, Gäste haben werden, denke ich mal. Ja, das Wort Bedeutungs-TV zum Beispiel können wir, wenn wir auch mal wieder mal was Frisches machen und genau. Solche Dinge halt. Also da werden wir uns jetzt auf jeden Fall demnächst nochmal intensiv drum kümmern, aber ich denke mal, wir werden jetzt auf jeden Fall dann recht ziemlich schnell vielleicht irgendwie mal versuchen, ein Musikvideo mal wieder rauszuladen, weil Musik wurde ein bisschen extrem vernachlässigt, haben wir ja gemerkt am Anfang. Ach, stimmt. Haben wir so ein paar Parodien oder so gemacht, ja hier, Dirty Bit, bitte ein Bit hatten wir ja gemacht. Was ist denn los mit dir haben wir gemacht? Da ist die Qualität leider nicht so gut gewesen und ich habe jetzt ein vernünftiges Programm halt und mit dem Programm kann man dann auch mal ganz gerne mal die Anlage aufdrehen und dann hört man auch mal vernünftig irgendwie einen Bass oder einen Beat, weil wir das ja immer mit einem Programm leider, das hat nicht so hingehauen. Ne? Man musste da halt ein bisschen in den sauren Apfel beißen und gucken, wie man die Qualität. Also eigentlich überhaupt rüberbringen. Das war nicht so qualitativ so gut. Genau, wir wollen dann gucken, dass wir da an der Qualität irgendwie ein bisschen arbeiten können. Das verbessern können mit individuellen Programmen halt. Je nachdem, ob wir da noch bessere finden. Jetzt im Moment haben wir Programme, mit denen wir das machen könnten. Und ja, wir wollen eigentlich hauptsächlich nur sagen, dass wir nicht verschollen sind, sondern dass es weitergeht. Und dass wir auch weiterhin alle unsere Videos so drehen wollen und dann auch klar in den Channel reinpacken wollen, ne? Das war eigentlich so die Hauptsache. Wie gesagt, wichtig ist auch noch mit der Namensänderung. Und ja, und das mit der Namensänderung nur mal so nebenbei. Ich schreibe den Namen jetzt auch nochmal, also wenn ich das Video hier hochlade, in die Beschreibung rein, dass ihr das auch noch vernünftig mal, wenn ihr das eingibt und sucht, dass ihr dann genau Bescheid wisst, wie du dann heißt, also wie wir dann heißen. Ich schreibe dann auch nochmal hin, also wir heißen jetzt Nolex und Timothy, wenn wir was zusammen machen. Das heißt, wenn ich was alleine mache, dann heiße ich einfach nur Nolex und er hat Timothy oder genau. Timothy. Auf jeden Fall läuft Timothy der Name dann unter dem damaligen DJ Timothy. Ja, und vielleicht nochmal irgendwie, dass wir noch ein bisschen besser vorankommen und interessante Klamotten und so, dass irgendwie die Leute vielleicht, also dass ihr irgendwie
unter dieses Video in die Kommentare mal reinschreibt, ob ihr irgendwie was Interessantes oder zum Beispiel irgendwo, wo man hingehen könnte, so, ob jemand was kennt, was abgelegen ist, wo er gerne mal oder sehen möchte, Ideen halt, dass wir mal reingehen. Oder vor allem, dass irgendjemand einen coolen Track hat oder so, einen coolen Beat, wo man drauf was selber machen könnte. Oder irgendeiner hat einen coolen Text oder so, den wir umsetzen sollen in irgendeinem Lied. Oder irgendein cooles Spiel oder so, wo man Let's Plays von hochladen können. Ja, oder halt das, was euch am meisten gefallen hat von den damaligen Videos vielleicht, dass ihr dann auch kommentiert einfach, dass ihr lieber wieder mehr von, ich sag jetzt mal, Musik haben wollt oder dass ihr mehr von unseren lustigen Videos haben wollt oder halt auch, wie gesagt, ne, verlassene Plätze irgendwie, Lost Places überall irgendwie, vielleicht auch Ideen reinbringt. Auf jeden Fall könnt ihr das alles in den Kommentaren mal reinschreiben und dann werden wir uns damit schon mal befassen. So. Ja, und zum Thema nochmal hier so jetzt die lustigen Videos und so, da können wir ohne Ende nachlegen. Also, aber ich glaube, wir befassen uns jetzt wirklich mal in den nächsten Wochen damit. Wir haben ja bei Facebook früher eine unglaubliche Anfrage gekriegt wegen diesen ganzen Wörtern. Wir haben ja Wortbedeutungs-TV angefangen und es ist nicht so extrem weitergeführt. Wir haben ja nur ein Wort oder so. Es kam eigentlich ziemlich gut an und ihr könnt auch ruhig dann nochmal irgendwelche Wünsche auch in die Kommentare reinschreiben von dem Video hier. Also das wird jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt jemanden stören. Wir müssen ja auch, ich muss mal bei Facebook gucken, ist auch ein bisschen lange her, ne? Also da war ja auch mal so eine Liste und da hatten wir das eigentlich alles drin, haben leider nur ein Wort bisher gemacht. Und eine ganz andere Sache ist ja auch noch das mit dem Kochen. Das haben wir ja eigentlich auch noch. Haben wir auch noch, ja. Da können wir natürlich auch noch eine ganze Menge dran machen, auch an neuen Sachen, die wir da eventuell kochen, vorbereiten, fertig machen. Das auf jeden Fall. Ja, so sieht es auf jeden Fall dann erstmal aus und wie gesagt, kommentiert und das, was ich von mir jetzt schon sagen kann, ist, wenn wir bei Lost Places sind, wenn wir verlassene Gebäude, sonstige Stellen irgendwie besuchen, ich denke mal, es ist interessanter, wenn wir versuchen, mehr von der Umgebung zu filmen. Nur so als Info. Daran werden wir auf jeden Fall schon mal arbeiten. Das haben wir bisher eigentlich ziemlich gut hinbekommen, eigentlich. Wir haben jetzt auch sozusagen ein Channel-Smartphone, also es ist komplett darauf eingestellt und fixiert ist auf, damit Musik zu machen und wir machen das auch alles immer nur mit dem Handy. Auch wenn irgendjemand jetzt sagt, hier irgendwie die Qualität ist scheiße oder so, das finde ich nicht. Wir sind einfach so Hobby-Typen, finden das cool und wir haben uns die Videos, gucken wir uns selber an, auch zwischendurch nochmal zur, bevor wir so hochladen, ist klar. Und ich bin der Meinung, dass das eine sehr gute Qualität auch alles dafür, dass das ein Handy ist. Ja, haben das stimmt. Bekommen eigentlich. Also wir werden auf jeden Fall nicht irgendwelche professionellen Sachen da noch irgendwie anschaffen oder was. Wir machen das hobbymäßig einfach und wollen euch damit bespaßen. Und wir machen das weiter so, wie es jetzt auch ist. So mit dem Handy, so wie es läuft. Und ja. Und wie gesagt, das wird schon gut sein. Und das mit dem, ja. Wollen wir es jetzt so weit aus dem Fenster hängen oder wollen wir... Wollen wir so eine Art Release für einen Track schon mal machen? So eine Art. Wenn du spontan eine Idee hast? Ich weiß nicht, da muss ja mal was kommen. Da haben wir uns so Gedanken machen, würde ich sagen. Lass euch mal überraschen. Also vielleicht machen noch keine Ankündigung, aber wir müssen mal so langsam. Ja. Vielleicht noch diesen Monat. Ja, doch, das sollten wir vielleicht diesen Monat kriegen wir das hin. Einfach auf unsere Sache, auf unsere Seite aufpassen. Und genau. Zwischendurch genau. Dann, ich werde das auch immer, diese ganzen Links ja hochladen bei Facebook, falls irgendwie ein Video hochgeladen wird. Aber das hier solltet ihr euch erstmal als erstes angucken. Genau, das ist erstmal wichtig. Damit ihr wisst, uns gibt's noch. Wir wollen das weitermachen. Auch mit unseren Themen überbegriffen. Und wollten nur sagen, dass wir wieder da sind. Ja, und nach dem Video hier lade ich auch, denke ich mal, die Tage mal ein paar hoch, wir haben schon ein paar gemacht. Okay. Also dann, wir machen schon genug. Ja, wir kriegen schon einiges. Lasst euch überraschen. Alles klar, ciao.